So, hallo, guten Morgen, oder? Es ist heute wieder Montag, die neue Woche, und es ist die Kalenderwoche 20 oder die KW 20. Heute ist Montag, der 17. Mai 2021, und ja, ich war heute auch bereits draußen und es ist windig, wolkig, sonnig, ganz leichter Nieselregen, alles drum und dran. Und jetzt bin ich kurzfristig zu Hause, weil heute habe ich ja bereits den zweiten Test gemacht, den Corona-Test. Der war wieder negativ, das heißt also, der ist gut. Moment mal schnell. So, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen Ding. Das ist das Vorblatt. Und das da ist der Negativtest. Jetzt schauen wir mal, dass wir das ein bisschen da so reinbringen. Aber das ist jetzt halt aufgrund von der Kamerasystem auf den Kopf gestellt. Will heißen, umdrehen. Gut, aber auch nochmal zu den Corona-Zahlen. Auch wenn es jetzt wieder mal am Wochenende nicht so ganz genau über die Gesundheitsämter alle Zahlen reinkommen. Aber es ist nach wie vor so, die Tendenz geht langsam zurück, auch mit der indischen Variante, die wo sich so Stück für Stück da auch abzeichnet, hier auch in Deutschland abzeichnet. Und ja, man hat jetzt auch mit den Impfungen gute Chancen und auch die Impfungen nehmen zu, auch in den Hausarztpraxen. Nur, da muss man jetzt mal sagen, in den Hausarztpraxen wird zunehmend mehr und mehr auch von den Hausärzten mit Chaos gerechnet, weil die Priorisierung aufgehoben wird, so Stück für Stück. Und die Priorisierung wird bereits heute in verschiedene Bundesländer schon aufgehoben. Und so nach und nach folgen auch die anderen Bundesländer. Es ist aber trotzdem nach wie vor seltsam, dass in Deutschland noch unterschiedliche Richtlinien sind, wo die Regeln eingehalten werden sollen und auch müssen, weil es ist schon so, dass auch mit den Impfungen noch Möglichkeit der Infektion sein können, weil ja die ganze Körper alle anders sind. Jeder Mensch reagiert anders mit seinem Immunsystem. Das ist halt einmal so. Aber man bekommt es jetzt in den Griff und auch die Impfserien, die muss das nur euch sagen, die sind alle relativ, kann ich sagen, gut bis sehr gut. Aus dem ganz einfachen Grund, weil in einer so kurzen Zeit so eine Leistung hinzubringen, ja, was wollen wir denn eigentlich noch mehr? Aber jetzt sage ich es einmal so, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir jetzt in dem Corona-Schnelltest von der Johns Hopkins Universität, JHU, in Deutschland 3,6 Millionen insgesamt Fälle haben. Davon sind genesen 3,31 Millionen und Todesfälle 86.166, oder umgekehrt bei den Insgesamtfällen sind jetzt ein Plus von 7.067, bei den Genesenen sind es ein Plus von 13.580, bei den Todesfällen ein Plus von 66. Bayern ist 626.000 Gesamtfälle, genesene Fälle 578.000, Todesfälle 14.598, plus Gesamt 1.029, genesen 2.100, auch im Plus, und plus 13 Todesfälle. Ja, das sind gute Bilanzen, und da kann man jetzt nach wie vor in den letzten 8 Tagen, ich kann sagen, 2 Wochen, eine Tendenz in die positive Richtung abzeichnen. Das heißt also, die Zahlen gehen runter, Gott sei Dank, und das ist auch wichtig und richtiger so. Wir schauen jetzt einmal auf die Zahlen, was jetzt zu München da sind, und die sind ja jetzt auch wieder runtergegangen,
Und die Grafik sagt an bestätigte Fälle ein Plus von 71, Gesamt sind 70.910, Todesfälle plus 1, Gesamt 1217. Impfimpulse, Erstimpfung 40,4/12,2%. Und dann in der zweiten Impfung 34,6 oder andersrum 10,4. Und das in der Gesamtbevölkerung. Dann haben wir die 7-Tage-Inzidenz. Die ist jetzt für München schon knapp über 50. Und zwar 53,5. Die Quelle ist nach wie vor immer RKI, ist das Robert-Koch-Institut. Und die Reproduktionszahl, das ist dann von der Quelle LMU, Ludwig-Maximilian-Universität, 0,78, ist da aussagefähig. Also Leute, das sind Zahlen, das sind Werte, da kann man relativ gut, fast sehr gut zufrieden sein. Aber trotzdem, Vorsicht ist immer noch ein gutes Mittel und das ist auch in Zukunft, wenn das Corona mal so weit unter Kontrolle ist, dass man jetzt sagen kann, es ist so gut wie keine Neuansteckung mehr im Umlauf, weil die Impfungen das ganz einfach mal stoppen können. Zumindest mal für eine bestimmte Zeit. Und die sagt es ja nicht ganz umsonst. Die sagt es ja schon mehrfach immer wieder auch das mal. Das mit dem Corona, das wird auch in Zukunft ähnlich sein, dass man jedes Jahr eben einmal sich gegen das Corona impfen lassen muss, wie eben bei der Grippe auch. Und da ist ja auch nichts dabei. Und wenn dann genügend Impfserien da sind, dann kann man sich das auch raussuchen. Heute ist es halt nur so, weil eben noch nicht so viele Serien da sind und Vaccine da sind, wie man ganz einfach mal braucht, dass man alle Leute nach Wunsch das Serum, das Vaccine geben kann, das, wo sich der ein oder andere vielleicht auch einbildet. Ich finde das sowieso ein bisschen Blödsinn, weil wenn dir Dinge da sind, dann nimmt man halt das, was da ist. Warum muss sich da der ein oder andere in der Bevölkerung immer wieder einbilden, ja, er braucht das da. Wenn du zum Doktor gehen tust und der dir ein Medikament verschreiben tut, dann kannst du auch sagen zum Doktor, nein, das Medikament will ich nicht, ich will ein anderes. Oder eine Tablette oder Tropfen oder was weiß ich für ein Medikament. Das ist so ein Schwachsinn, du kriegst es, der Doktor, der weiß, was er da gibt, und die Ärzte wissen auch, was sie euch geben und beraten euch auch noch, sogar besser wie in den Impfzentren, weil die sind ja jetzt einmal so weit noch offen, bis da jetzt so weit einmal durchgehend sagen kann, man kann das vertreten, die Impfzentren sind weg und das wird so, wie es sich jetzt abzeichnet da, schon Ende Mai und dann im Juni passieren. Und dann haben die Hausärzte das Sagen. Da, wo jetzt auch wieder manche Hausärzte Angst haben, dass es überhand nimmt und auch sich solche Abzeichnungen abspielen, der will das nicht, weil das Ding ist. Hallo, Leute, jetzt sage ich es euch ganz ehrlich. Nimmt's das so, wie es ist und tut's nicht an allem rummeckern. Beim Meckern und Jammern, da sind wir in Deutschland. Und jetzt sage ich mal Deutschland, weil Europa ist wahrscheinlich nicht anders, aber ich sage jetzt Deutschland. Da sind die Deutschen, sind die Weltmeister. Das mag ich nicht, aber das muss ich haben. Das mag ich auch nicht, aber das muss ich auch haben. Und den Urlaub muss ich auch fahren. Dann muss ich nach Mallorca fliegen. Dann muss ich nach sonst nach Griechenland. Dann muss ich nach Italien. Dann muss ich muss überall hin. Ich habe aber das nicht, dass ich das Geld habe. Aber ich muss dahin. So, es ist schon klar, ich sage jetzt auch nochmal ganz klipp und klar, Leute, es ist nicht ganz verständlich, dass in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern, noch nicht die Hotels, die Gastronomie und so weit alle offen sind, auch für die Innenbereiche offen sind. Aber
Das ist ja auch wurscht. Jetzt habt ihr 15 Monate ausgehalten. Da werden es jetzt auch mal 2-3 Monate auch nur vertragbar sein. Ich kann es verstehen, dass es schwerfällt. Und dass man jetzt auch nicht ins Ausland muss. Das muss einfach nicht sein. Weil, wie gesagt, das könnt ihr dann wieder machen, wenn das wieder einmal so stabil ist, dass da keine Gefahren wieder ausstehen, dass man nicht aus den Ländern wieder zurückkommen muss, weil es sind noch lange nicht in allen Ländern gut gesicherte Regeln da, die wo das, sage ich jetzt einmal, so einbinden. Und in Deutschland ist das ja auch nicht so. Es gibt nichts, wo irgendwie 100% ist. Das kann man nicht. Man muss mit dem Ding zufrieden sein, wenn sich das bei irgendwo 80-90% abzeichnet. Und das ist eine sehr gute Tendenz. Vielleicht zeichnet sich es auch in einzelnen Bundesländern und einzelnen Ländern bei 95% ab. Das ist auch noch eine machbare Sache. Aber das ist halt keine Garantie. Und das mal werden dann nirgends zurückgeholt. So wie es im Moment ausschaut. Da müsst ihr schauen, wie ihr das dann macht, wenn irgendwas wäre. Und da sage ich es jetzt einmal so, man soll das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn irgendwas ist, dann läuft das Ganze wieder in eine andere Richtung und dann schaut man wieder und warum holt man uns nicht zurück? Wir sind doch da. Ja, scheiß! Dann soll es auch da bleiben, weil ihr das euch irgendwie ganz recht geschieht. Wenn ihr nichts abwarten könnt, dann soll es da bleiben, da wo es ist, und das geschieht es euch ganz recht, weil ihr nichts abwarten könnt, aber absolut nichts abwarten könnt, und da geschieht es euch ganz recht. So, aber das lassen wir jetzt einmal auch ein bisschen fallen, das ganze Thema da, weil auch die gleiche Zahlen des ZDF sagt, und die arbeiten ja auch mit RKI, mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, die STIKO sagt auch das Gleiche, das ist die ständige Impfkommission, das EMA, Europäische Medizinagentur, und alle, wo da jetzt mit dem Helmholtz und mit denen weltweit in Verbindung stehen und zusammenarbeiten. Muss sein, ist richtig und gut und fair. Nur es muss jetzt auch mal so sein, dass auch da die Impfferien in die Länder gehen, wie Indien, Afrika, Südamerika und so weiter und so fort. Da, wo eben die Leute nicht die Möglichkeiten haben, so wie sie bei uns in Deutschland sind. Weil in Deutschland kann ja jeder zum Doktor gehen, kann ja jeder zur Apotheke gehen, kann ja jeder sein Medizin kaufen, wird im Krankenhaus versorgt mit Essen und Trinken, auch wenn es dem einen nicht schmeckt, weil ja da auch wieder seine eigene Küche, die wo er macht, ob die gerade so schmeckt, wie das im Krankenhaus schmeckt, das ist die andere Frage. Und auch die Menge ist dann so eine Geschichte für sich. Natürlich ist ein Krankenhaus und ist kein Hotel und keine Pension und hat auch kein Restaurant in seinen Dings drin, bis auf einzelne Dinge, weil es gibt gute und schlechte in die Krankenhäuser genauso wie in die Hotels und Gaststätten. Und es gibt die, wo dazwischen drin sind, die sind dann meistens unter der Bezeichnung gut bürgerlich. Und die sind da über einem normalen Preisklassement drin. So kannst du, sage ich jetzt einmal, ein gutes Menü haben, so zwischen 8 und 18 Euro. Also sogar in der Regel nur unter 20. Manche sind dann auch ein bisschen drüber. Aber es will ja auch jeder sein Geld verdienen und es muss ja jeder sein Geld verdienen und es muss auch jeder leben können. Das ist das Wichtigste, dass man von seinem Gehalt leben kann. Denn wenn du einmal auf öffentliche Verwaltungen angewiesen bist, Sozialamt, Leute, da wird er dann mal schauen, wie das dann ist, wenn man sein Einkommen verliert und dann vom Sozialamt leben muss. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich weiß, von was ich spreche, weil, hallo, ich bin noch drin und ich will jetzt raus. Ich habe jetzt meine Schulden abgebaut, das ist Gott sei Dank ein Riesenplus. Aber ich habe es nicht ganz alleine machen können, weil das wahrscheinlich auch fast keiner ganz alleine machen kann. Und der Größenordnung, wo ich gehabt habe, sowieso nicht. So, also, und jetzt mache ich das Beste draus aus dem kleinen Beitrag, wo ich jeden Monat in der
Börse über die Stadtsparkasse München handhaben tue. Aber wohlgemerkt, auch wenn jetzt eine Frau Miller zuhört, es ist noch lang kein Handel damit möglich, weil da sind die Bilanzen, da sind die Zahlen, da sind die Summen zu gering. Und ich will das jetzt auch momentan noch gar nicht im Handel drin haben, aber im Gegensatz zum Sparbuch, und da, wenn jetzt da so weitergeht, sage ich jetzt mal vielleicht im Oktober, dass ich von der Börse, wo jetzt da im Plus drin bin, mit knapp 13%, mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, dann kann ich vielleicht im Oktober das erste Mal was auf mein Sparbuch rüber tun. Weil dann ja auch der Betrag wieder, wohlgemerkt, im Oktober wird es dann wieder ein Jahr, wo ich das machen tue. Und mit 100 Euro habe ich dann 1200 Euro und sage es jetzt mal so, ich habe jetzt 100 Euro plus gemacht. Von 800 sind es 900 Euro. Und so ist es da generell, egal ob ich in den Markt neige oder in den Markt neige. Ich gehe rauf und runter, so wie die Börsen und wie die Börsenbestimmungen da sind, wie sie im Weltmarkt gehandelt werden. Das ist einfach einmal das A und O. Man muss da jetzt aufpassen und solange man in der Börse normal drin bleibt und in den offiziellen Märkten, du kannst ja auch mit Gold, Platin und so Sachen da machen, die gehen ja auch über die Börse. Das sind dann nur keine Aktien und keine Fonds oder Aktienfonds, weil es das ja kombinieren kannst auch noch, sondern das ist halt dann wieder Gold und Platin und da gehört dann auch Silber mit dazu in die Dienste rein und dann kannst du da auch mit Öl handeln. Also das sind dann wieder andere Bereiche, aber die gehen genauso im gleichen Funktionszweck mit auf und ab, mit auf und ab, mit auf und ab. Gut, aber das ist jetzt für mich momentan noch nicht so interessant. Wichtig ist für mich jetzt zunächst einmal, dass ich überhaupt wieder aus dem Sozialwesen rauskomme. Hartz IV ist besser wie gar nichts, aber es ist zu wenig zum Leben und es ist zu viel, zu wenig zum Sterben. Es ist gar nichts. Aber in Deutschland ist es wenigstens noch einmal so, dass man sagen kann, man hat eine Minimalabsicherung. Und das lassen wir jetzt für das gut sein, wenn, sage ich es jetzt einmal so, ich wünsche keinem, dass er da reinkommt. Und heute muss ich ganz ehrlich einmal sagen, das ist auch mit der Grund, ich war jetzt da drüben im Olympia-Einkaufszentrum und ja, es sind vereinzelte Geschäfte wieder auf, nur nicht alle. Und dann ist es auch so, dass man da anrufen kann, das mitnehmen kann und abholen kann. Und jetzt sage ich auch noch mit dazu, ich wollte nochmal zum Elektro-Konrad gehen, weil der ja gegenüber vom Olympia-Einkaufszentrum ist. Der Saturn ist noch da, aber da war ich jetzt nicht drin. Der der Elektro-Konrad hat seit Samstag seine Filiale gegenüber vom Olympia-Einkaufszentrum geschlossen, wegen, mit Sicherheit, dem Corona. Und so wird es viele gehen, auch wenn ich jetzt dann demnächst in die Fußgängerzone reinkomme und durch die Fußgängerzone marschieren. Ich will mal sehen, was da in der Fußgängerzone noch offen ist oder hat schließen müssen. Und jetzt zur Fußgängerzone, der Elektro-Konrad hat in der Fußgängerzone und das ist entweder in der Nähe vom Tal oder nicht weit weg, auf jeden Fall ist das am Marienplatz dort. Und das dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, noch in der Kaufinger Straße, also nicht in der Neuhauser Straße, ganz am Anfang, von der Sonnenstraße rauf Richtung Tal, muss man das jetzt hinzufügen auf der linken Seite. So war es zumindest bis jetzt immer und da wird es wahrscheinlich auch noch sein. Aber da muss ich jetzt dann demnächst wieder hin und jetzt warte ich mal, ob ich das heute machen kann oder nicht machen kann, weil ich möchte heute Nachmittag zum Hagebaumarkt mal gucken, weil ich brauche ein paar Dinge,
ganz dringende Dinge und auch wegen dem Christian. Weil dem werde ich heute nochmal was sagen und dann kriegt der jetzt ein Ultimatum von mir. Sollte das Ultimatum verstreichen, dann folgen weitere Schritte und keine gerade positiven. Aber sie sind positiv, weil das andere, das, ich will, dass wir da jetzt, sage jetzt mal, vorwärts kommen. Und das ist Sinn und Zweck, weil das ist der Saustall, was du dir da jetzt leistest und geleistet hast. Du hast da ein super Ding gemacht, hab die auch immer wieder dran positiv in Erwähnung gebracht und auch ins Gesicht gesagt, positiv. Und ich sage es jetzt nochmal, ich will, dass wir in der freundschaftlichen Basis weiterkommen. Und das, wenn du nicht willst, ja gut, okay, das ist dann dein Problem, aber das badest du aus, das sage ich dir. Weil das da, das ist eine Sauerei. So, und dann, jetzt muss ich auch nochmal schnell zum DAX rüberkommen da. Der DAX hat ja heute ein Plus vorgelegt, ein Riesenplus vorgelegt. Und wir waren ja, oder wir sind ja beim DAX-Setzer in der Punktzahl die 15.421,16. Und wenn das Plus jetzt so weitergeht, heute, ja, dann würde ich mal sagen, wir kommen auf die 15.500, vielleicht 15.600. Und ja, ich kann das jetzt auch sagen, weil wenn man dann rüberschauen wird, dann sind das für mich anstatt 902,70 Euro, vielleicht schon 903 Euro, 904, vielleicht sogar 905. Das kann aber auch sein, dass es wieder runtergeht, dass ich wieder auf 895 stehe. Das ist durchaus drin, weil das tägliche Rauf und Runter, das hängt von der Weltformation zusammen, weil die Firmen sind so verknüpft und verbandelt, dass das gleich gar nicht anders geht. Und das ist auch gut so, jedenfalls was das betrifft. Und hat alles Vorteile, hat alles Nachteile und es ist auch alles, wo irgendwie dazwischen drinnen liegt. Aber die Vor- und Nachteile sind immer irgendwie da und die sind auch gut so da. Das ist, ja, das ist Business. Und das muss jetzt auch mal schauen. Denk jetzt mal, wenn wir jetzt den Sommer da über die Corona die Zahl runterbringen, dass wir dann im September, Oktober wieder so eine vierte Welle reinbekommen, aber aufgrund von den Impfungen dir nicht mehr so hart zuschlägt. Und ja, es sind jetzt Thesen und Theorien, aber ich denke schon, die geht in diese Richtung. Und auch ist es so, dass da jetzt von der Wirtschaft her wieder Fahrt aufnimmt. Das heißt also, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, dann sind auch, sage ich jetzt mal, da wieder die Weltmärkte offen, die Börsen wieder offen und somit kann man da auch wieder positiv in die Zukunft schauen. Auch wenn da jetzt verschiedene schließen mussten. Ich sag's ja gerade, der Elektro Konrad gegenüber vom Olympia-Einkaufszentrum. Ich habe mich ein bisschen geärgert, ja, aber was will ich machen? Nix. Und trotzdem muss ich jetzt auch mal nochmal rübergehen, weil, ich sag's jetzt einmal so, ich wäre am liebsten bereits unterwegs, aber bei dem blöden Wetter, und ich hasse so ein blödes Wetter, wir haben jetzt den 17. Mai, und die Eisheiligen sind auch vorbei. Da war am Samstag die kalte Sophie, der letzte Tag. Und ja, wenn du jetzt da auf Februar, März gehst, dann darf ich sagen, ist das Wetter optimal. Aber so, Mai, wir gehen
auf den Ende des Monats schon bereits zu. Das heißt also, der 20. ist das letzte Drittel und das geht in Richtung Ende vom Monat Mai. Und da ist es halt, also eine Katastrophe. Was jetzt auch für die Witterung ganz gut ist und für die Natur ganz gut ist, weil die Natur schon den Regen braucht. Ja, das stimmt. Aber es kann ja auch regnen, dass einmal die Kälte da, wenn da jetzt einmal der Regen kommt und es regnet, das ist für den alles klar. Aber dann halt einmal bei 20, 25 Grad, dann ist es auch nochmal anders, obwohl ich sagen muss, da gehe ich lieber zum Baden, wie von oben her geduscht zu werden. Also, das ist auch der Punkt, wo ich jetzt ganz deutlich sagen muss, wichtig. Und ich sage es auch nochmal, weil da, ich habe jetzt gerade die Stadtsparkasse reingetan und da ist der DAX mit 15.416,96 in die Punkte von 0,32 Euro zum US-Dollar, 0,004 im Plus mit 1,2144. Mann. Manchmal ist man blöd. Gold zum US-Dollar 1,850,56 und das sind 8,37 Punkte im Plus. Plus der Gold brennt oder Öl brennt, Entschuldigung, Öl brennt, hat 69,3 und ist leicht im Minus mit 0,09 Punkte. Aber trotzdem, die Bilanz ist gut und das ist der Marktüberblick von der Stadtsparkasse, weil ja da auch das Ganze für mich wichtiges Kriterium ist. Und da sage ich es jetzt auch nochmal, Leute, wir haben jetzt da so nacheinander her verschiedene Bereiche, wo man jetzt sagen kann, wir machen das und wir haben da Position und wir müssen jetzt halt schauen, dass die Leute da mitgehen und auch mitmachen, dann ist das ja auch ein Plus für euch und zwar ein schönes Plus für euch. Und Leute, ich sage euch das andere auch nochmal, habt Geduld, auch wenn es schwer fällt. Ich habe auch nicht alles leicht und mir fällt auch nicht alles leicht. Ich habe meine Meinung dazu, das tue ich auch über meine Videotagebücher immer wieder raus. Und zu meinen Videotagebüchern, also ich kann doch nicht sagen, das ist gut, aber Leute, ich sage es euch nochmal, tut das anschauen, tut das kommentieren und tut das teilen, also auch auf Facebook, mit euren Kommentaren. Ich habe jetzt immer wieder ein paar Leute drin, die wo jetzt da aus sich melden, mit den unterschiedlichsten Meinungen, wo ich dann sagen muss, Leute, also das kann ich machen, wie ich das für richtig halten tue. Und wenn du das für anders richtig halten tust, dann ist das deine Sache, das ist mir wurscht. Aber das da, das, was ich da dazu sagen tue, das könnt ihr kommentieren auf die Art und Weise, wo ihr das seht und hört von mir. Weil es braucht mir keiner nach dem Mund sprechen. Aber bestimmte Sachen gehen euch nichts an. Und bestimmte Sachen, die gehen auch grundsätzlich nicht in die Öffentlichkeit, ob das jetzt in einer Partei drin ist, ob das die SPD, die Union oder andere sind. Die braucht ihr nicht irgendwie angreifen, weil sie das nicht so machen und Vorbildfunktionen haben. Wenn ihr das machen wollt und die Person da sprechen wollt, dass ihr das, sage ich jetzt einmal, diskutieren wollt, dann geht ihr zu den Personen, wo ihr das her habt. Da sind auch die Kontaktdinger drin über die einzelne Accounts von Facebook und Twitter oder auch Instagram, wie die Accounts eben alle heißen. Und dann geht er da hin und kommentiert es denen und sagt es denen, was ihr dazu zum Sagen habt. Aber nicht da in die Allgemeinheit reingehen und dann denen sagen, ja, das ist eine Vorbildfunktion und du hast das so zu machen.
dann, wenn du das kannst und du so gut bist und so frei bist von allem Ding, weil du keine Fehler nicht machst, was nicht der Fall sein wird. Menschen machen Fehler und auch du. Egal Männer oder Frauen oder Frauen oder Männer. Menschen machen Fehler. Und das sind gute Fehler oder schlechte Fehler und der eine, der lernt daraus und der andere lernt nicht daraus. Und wenn einer dann meint, er muss aus dem und dem Grund so oder so handeln, ja, dann ist das auch nicht dein Problem, das geht dir gar nichts an. Du kannst deine Gedanken dazu machen, ja, das stimmt schon, aber deine Gedanken dazu machen und das nicht veröffentlichen. Du kannst das zu mir sagen, wenn dir das nicht passt, ja, okay. Aber ich sage dir das auch, du kriegst immer wieder Pro und Contra. Ja, dann darf ich mal sagen, es scheint es so, dass die Sonne rauskommt da. Ja, und wenn das jetzt so bleibt, dann kann ich halt heute doch noch in die Stadt gehen, weil ich habe schon ein paar wichtige Sachen, die wo zum Erledigen sind. Allerdings habe ich es auch da. Meine Waschmaschine schreit, sie will wieder arbeiten, also Wäsche wäre da und so Sachen wären da. Und das muss jetzt auch noch gemacht werden, was dich da so aufhält. Gut, Leute, jetzt habe ich für heute mein Videotagebuch wieder kommentiert. Und bevor jetzt da das zum Schneiden kommt, machen wir Schluss. Heißt im Klartext, Leute, seid und bleibt gesund oder werdet wieder gesund und ohne Corona. Ohne Corona. Danke, Servus. Vierte Teil.